Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Leute. Sie hat gerade noch gesagt, weil ich ein Stück weiter gelaufen bin. Ja, die Trinity-Leute werden nicht lange auf sich warten lassen oder sowas. Und ja, wir haben irgendwie noch optional was zu tun. Ich bin nochmal jetzt hier reingegangen ins Menü. Da sieht man hier unten, da Verteidigungsstrategie, sammeln Sie Material, um die Wachtürme zu verstecken. Bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm. Also das sollen wir noch als nächstes machen. Den ersten Turm haben wir also nur geschafft. Und hier ist unser nächstes Einsatzziel. Da das jetzt so in der Nähe ist, keine Ahnung, was wir dann als erstes machen sollten. Aber was mich immer noch ein bisschen verwirrt, ist, dass ich nicht immer das angezeigt bekomme. Also wenn ich jetzt hier in die Karte gehe, schon. Aber ich bekomme es nicht immer angezeigt, wenn ich jetzt hier diese Special-Sicht mache. Und deswegen halte ich mich mal eben kurz an den Hauptquest. Ja. Das haben wir. Ist voll. Nochmal ein paar Zweige abzwacken. Sehr schön. So, dann gut. Gehen wir hier über die Brücke. Und da stehen sie auch schon alle. Optionales Herausforderungsgrab. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Ja! Gut. Geht jetzt. Leute. Möge der Prophet mit euch sein. Ragnar ist auch für und bei uns. Ich grüße Sie. Hallo. Hi. Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Ja. Das wurde euch gerade so gesagt. Das stimmt. Haben wir hier noch Muni? Haben wir noch? So, ich laufe weiter. Und wir können tatsächlich Hühner sammeln. Ich habe geguckt. Wir können Hühner fangen. Das gilt als Nebenaufgabe. Das werde ich jetzt gleich mal probieren. Hühner fangen! So, fangen Sie Hühner und sperren Sie sie ins Hühnergehege. Wo denn? Wir Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Ich soll das Signalfeuer aus dem Turm entfernen, aber ich muss auch die Hühner in den Stall sperren. Und wo ist jetzt hier ein Hühnerstall? Wo ist denn hier ein Hühnerstall? Was mache ich jetzt mit meinem Huhn? Das arme Huhn! Wo ist ein Hühnerstall? Ich will einen Hühnerstall. Vielleicht da oben? Hallo! Hühnerstall? Ich lass das Huhn jetzt mal los. Lass das Huhn los. Was ist mit dem Huhn jetzt los? Das ist jetzt nicht tot, oder? Das Huhn ist tot. Und da blinkt noch was. Ich lass das Huhn mal liegen. Ich habe keine Ahnung, wo ein Hühnerstall ist. Was mache ich hier eigentlich? Ja. Hühner und so. Vielleicht auch nochmal hier hin. Vielleicht ist hier auch noch was. Jetzt liegt das Huhn da so. Und ich bin schuld. Voll gemein. Ja. Hoch. Du sollst nach oben. Hä?
Ah, was haben wir hier noch? Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Keine Ahnung. Eisenmünze, Werkzeug, Zeit der Anpassung. Pfeile, die haben wir noch. Noch irgendwas hier? So coole, spannende Musik jetzt hier, die darauf hindeutet, dass es hier bestimmt bald voll losgeht. Das sind ja alles hier nicht unsere Feinde, das sind ja alles hier unsere Freunde und wir sollen Muni und Ressourcen und was weiß ich nicht was alles sammeln. Und zu irgendeinem Turm und ist da irgendwas? Nein. Wer bist du? Reden wir miteinander oder reden wir nicht miteinander? Nein, okay. Wo ist denn hier ein Grab? Wir möchten das Grab finden. Nee, ich möchte das Grab finden. Es ist da oben irgendwo. Kommt man da nicht durch? Kann ich das hier irgendwie aufsprengen? Nee, das sind ja die Sicherungsmaßnahmen hier wahrscheinlich. Vielleicht doch nochmal hier runtergehen. Vielleicht die Mauer hier? Nee, Quatsch. Hier ist noch was. Monolith. Hm, scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Ja, toll. Was haben wir hier? Hier wird mir das wieder gesagt, dass hier ein Grab ist. Wo denn? Wo ist da ein Grab? Bei der Mauer waren wir schon. Da sind wir hochgeklettert. Das habe ich schon ausprobiert. Huch, was ist hier? Verbündeter in der Nähe. Optionale Mission. Hier vielleicht? Bei ihr? Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss Sie um etwas bitten. Okay. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Okay. Die Späher sagen mir, Sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Wenn Sie ein Grab und das darin verborgene Wissen entdeckt haben, kommen Sie zu mir. Ihre Mühe wird belohnt. Versprochen. Wir haben ja jetzt schon einige Gräber entdeckt. Wie ist das dann? Hat sie das dann jetzt, da haben wir dafür die Münzen jetzt schon bekommen? Wahrscheinlich, ne? Ah, da ist noch was. Die Anhänger des Propheten flohen. Doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Griechisch haben wir verbessert, das ist gut. Sonst haben wir immer ein Problem mit den Monolithen, wenn wir das nicht auch irgendwie aufbessern, unsere Sprachkenntnisse. Und wo soll jetzt hier ein Grab sein? Da ist bestimmt auch noch was. Ja. Sehr schön. Gewehr freigeschaltet. Kehren Sie zum Ausrüsten ins Basislager zurück. Na prima. Was ist hier unten? Lass mal los. Okay, das sieht aus wie unser Hauptquestweg da hinten. Aber irgendwo soll ja hier noch ein Grab sein. Das irritiert mich. Ist es hier vielleicht? Hier. Hier geht's rein. Ha. Hoffentlich können wir das machen. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Die Pilze aber. Brauchen wir auch nicht. Münzen. Prima. Und da geht's rein.
Okay. Dann wollen wir mal. Also wenn das nicht mal ein richtiges Grabjägerspiel ist. Mehr Gräber geht nicht. Ist aber ziemlich cool. Oh. Okay. War jetzt nicht so die elegante Lösung, aber geht wenigstens schneller. Ich geh mal hier hin. Oh. Nee. Das brauchen wir eh nicht. Das haben wir schon voll, ne? Ja. Wollte hier noch nichts übersehen haben. Gut, dann gehen wir. So, was finden wir jetzt hier? Ah. Aurora, die Ärztin. Wieder griechisch verbessert. Sehr cool. Da liegt noch was. Der Weg nach Gitesch war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Gitesch überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Aurora, die Ärztin, Krypta der Gründer. Um die neue Stadt zu bauen, mussten der Prophet und seine Anhänger zuerst die lange Reise überleben. Und überleben war, wie ich schon mal erwähnte, früher nicht unbedingt einfach. Oh, ich habe ein bisschen Schiss hier, dass irgendein Vieh kommt. Aber im Moment sieht es ja noch ganz gut aus. Wieder Pilze. Und Wasser. Hier. Kann man schwimmen? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen da unten. Oh. Karte aktualisiert. Heil, antiker Bogen. Cool. Das ist ja toll. Jetzt haben wir einen antiken Bogen gefunden. Und was noch? Sagt sie gar nichts dazu? Ich hätte jetzt gedacht, erzählt sie noch was Schönes dazu. Zu dem, was sie hier jetzt gefunden hat. Okay. Wir sehen sonst diese Wandgemälde und so irgendwie. Irre. Ich finde das total toll gemacht hier in diesem Spiel. Sehr viel Mühe irgendwie wurden für diese Gräber und diese ganzen Höhlen irgendwie gegeben. Da kann ich dann wieder hoch. Da sind die Pilze, da war ich schon. Hier war doch noch aber so ein anderer Durchgang irgendwie. Aber da kommen wir doch her, oder? Ja. Hier ist nur dieses Erz. Kann man da durch? Nee. Nur so eine Feuernische oder so. Okay. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, das war's dann schon, oder? Ist halt nicht so ein Rätselgrab mäßig gewesen. Und so viele Ecken. Man kann sich so genau umgucken. Und das ist auch so unheimlich irgendwie, so die Vorstellung hier. Ist ja ewig keiner gewesen. Ich benutze diese Sicht immer wieder, um zu gucken halt, ob ich doch was übersehen habe. Aber dann gehen wir mal. Jawohl. Dann nach oben. Und raus. Und dann können wir ja dieser Frau Bescheid sagen. Wieso kommt jetzt hier wieder diese coole Musik?
Weil wir einfach nur wieder rauskommen, ne? Okay. Dann haben wir das ja gefunden, das Grab. Das ist cool. Wieder etwas mehr entdeckt. Und die war doch hier in der Nähe. Dann können wir das ja doch gleich sagen, dass wir bei der waren. Willkommen zurück. Hey. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Ja. Achso, muss ich erst alle finden oder was, damit ich hier von ihr was zu hören bekomme? Oder? Hm. Was sagst du? Oh, hallo. Hallo. Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier lang. Und guck noch mal hier nach Zielscheiben oder sonst was. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nee. Gut, dann gehe ich runter. So. Auf der Weg Richtung Hauptquest. Oder vielleicht, wenn wir Glück haben, auch Nebenquest. Hier geht's hoch. Geht's da auch runter? Moment, bin ich noch ganz gut dabei hier. Halte ich bloß fest. Geh mal nach rechts und dann nach oben. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Und haben echt einen gigantischen Ausblick von hier oben. Sieht schon hammermäßig aus. Es sieht aus, als würde es zusammenbrechen. Alles etwas klapprig hier. Zerfallend. Ja, das war zu spät. Ah, wäre auch zu schön gewesen. Ah! Sorry. Ja, ich sollte mich mehr konzentrieren. In Wirklichkeit gibt es auch keine Lara Croft, die das so einfach alles so schaffen würde. Das Glück hat, alles zu überleben und sich immer festzuhalten und... Geht gar nicht. So, wo geht's jetzt hin? Geh bitte schnell rum. Wir wollen nicht sterben. Jedenfalls nicht die ganze Zeit hintereinander. Was haben wir? Ölflasche. Cool. Herstellung von Feuerpfeilen. Die Ölflasche ermöglicht die Herstellung von Feuerpfeilen. Feuerpfeile können Stoff, Sprengladung und Feinde ohne Rüstung entzünden. Wählen Sie Feuerpfeile aus, indem Sie mehrmals Kreuz nach oben drücken, bis das Feuersymbol erscheint. Zur Herstellung von Feuerpfeilen benötigen Sie Stoff, Öl und normale Pfeile. Die hab ich. Feuerpfeile. Und wenn ich jetzt lange gedrückt halte, geht's dann, oder geht's automatisch dann? Das weiß ich jetzt nicht. Darf ich denn jetzt hier direkt was entzünden, damit ich das mal testen kann? Oder nicht? Thank you.
Klepper bitte weiter. Oh mein Gott. Es geht immer höher. Und jetzt auch noch dahin. Boah, ist das weit oben. Feuerpfeile ausrüsten. Und jetzt? Und jetzt und jetzt? Ah. RB. Abfallen. RB gedrückt halten. Und? Jawohl. Die Leuchtfeuer brennen. Unsere Leute sind gewarnt. Es gibt ihnen Zeit für die Evakuierung. Und Gondor wird antworten. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Kampfvorbereitung. Treffen Sie sich wieder mit Jacob im oberen Dorf. Yay! So, und jetzt kann ich hier irgendwie Öl lässt sich nach Verbrauch wieder am selben Ort auffüllen. Aha. Ist das so. Jetzt kann ich hier einen normalen Pfeil erstmal abfeuern, damit wir hier dann runter jumpen können und noch was einsammeln. Nicht vergessen. Toll, wir können jetzt Feuerpfeile machen. Und ich muss jetzt aber erstmal den Dreh noch rausbekommen, glaube ich. Die dann öfters zu benutzen. Das muss ich erstmal üben. Und ich finde das toll. Ich finde es toll, dass wir die Leuchtfeuer von Gondor entzündet haben. Und dann schauen wir mal, ob wir Mittelerde retten können. Und ob wir als Ringträger zum Schicksalsberg nach da oben noch kommen. Und ich glaube, das war eine andere Geschichte. Wir sehen uns im nächsten... Oh, ich kann das da auch durchschneiden. Aber das macht keinen Sinn. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. War ein cooler Part, finde ich. Wir haben viel entdeckt und viel bekommen. Und ja... Es bleibt spannend, Leute. Bis dann.